Auf geht's, Trader Sixt Leasing, mit der Überschrift und der Frage: Neues Allzeithoch. Das Unternehmen hat am 16.08.2017 über die Quartalszahlen des zweiten Quartals berichtet. Dabei ist der Umsatz um 1,1% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch der operative Umsatz ist gestiegen. Dieser allerdings, also aus dem Tagesgeschäft, um 3% nach oben gegangen. Entsprechend die Verkaufserlöse um 2% aus dem Leasinggeschäft zurückgegangen. Entscheidender ist eher der operative Umsatz. EBIT, also Gewinn vor Steuern, ebenfalls um 1,3% leicht nach oben gegangen. Die Prognose für das Jahr 2017 wurde damit bestätigt. Aktuelle KGV-Werte bei 15, Kursbuchverhältnis 1,5, also nicht so teuer die Aktie. Der Umsatz in den letzten Jahren von über 500 Millionen immerhin auf 700 Millionen angewachsen zwischen 2012 und 2016, und auch der Gewinn vor Steuern hat sich im Laufe der letzten Jahre fast verdoppelt. Bevor wir gleich auf den Chart schauen, Hinweis in eigener Sache: unsere Mentorprogramme in diesem Jahr sind mittlerweile komplett ausgebucht. Sie können, wenn Sie sich dafür interessieren, fürs Einzelcoaching bewerben, und Sie bekommen aktuell und bis Ende des Monats noch 20% Preisnachlass. Hier akzeptiere ich aber nur 2 Klienten, weil ich das auch zeitlich organisiert bekommen muss. Entweder Sie schreiben eine E-Mail an uns oder schauen auf den Link in der Beschreibung oder gehen auf unsere Homepage und schauen sich das dort an. Jetzt zum Chart. Im Wochenchart sehen Sie, dass die Aktie es geschafft hat, eine langjährige abwärtsgerichtete Trendlinie im Juli dieses Jahres zu überwinden. Es wird sehr deutlich, wenn wir uns das anschauen. Wir haben hier einen trendlosen Markt. Wir haben ein Hoch, wir haben ein Tief, wir haben ein tieferes Hoch, wir haben ein höheres Tief, wir haben wieder ein tieferes Hoch und wieder ein höheres Tief. Das ist ein Markt, der gerade sich überlegt, was will ich eigentlich? Und dann schaffen es nämlich die Bullen endlich, aus diesen tieferen Hochs an höheres Hoch zu machen. Jetzt haben wir einen Trend: Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch. Wenn wir uns das Ganze im Tageschart anschauen, diese letzte Aufwärtsbewegung ist mit 50 bis 61,8%, kann sie abgebaut werden und der Markt würde immer noch bullisch bleiben. Zwischen dieser 50 und 61% Retracement Marke liegt die, nach meinem Dafürhalten, wichtige psychologische 20-Euro-Marke. Hier hat der Markt auch einige Zeit versucht, über diese 20-Euro-Marke zu kommen. Hier der Versuch, und dann ist es nachhaltig gelungen. Das heißt, wir haben hier auch noch eine psychologische Unterstützungsmarke. Und das, was ich jetzt als nächstes sehen wollen würde, ist, dass diese Aufwärtsimpulsbewegung in Form einer Bullenflagge erst abgebildet wird und im Anschluss dann auch bullisch aufgelöst wird. Man kann jetzt einfach diese Linien miteinander verbinden und sagen, ja, die Bullenflagge ist fertig. Ich denke, dass der Markt hier mit dieser Flaggenbildung noch nicht fertig ist. Und erst wenn diese Flaggenbildung abgeschlossen ist, sauber genug ist, sowohl oben als auch unten, ist es einfacher, das auf der prozyklischen Seite zu traden. Unterstützungen zeigen sich entsprechend im Bereich von 20 Euro und die nächste Unterstützung ist dann im Bereich von 19,43 Euro. Ich persönlich kann nur sagen, ich würde hier nicht einfach die 20 Euro kaufen, kann nur für mich sprechen. Ich würde auch nicht einfach die 19,50 kaufen, sondern ich würde schauen, falls der Markt hier hinkommt, ob vom Volumen her etwas dafür spricht, dass diese Unterstützungen halten wollen und ob sich hier unten eine Trendumkehr bildet, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese mehrfachen Unterstützungen auch halten können. Das heißt, hier unten bräuchten wir eine klare Trendumkehr und hier oben brauchen wir erst, dass diese Formation wirklich sauber abgebildet ist und dann hätte der Markt durchaus das Potenzial, wieder hier oben in Richtung der Allzeithochs, in Richtung 23,43 zu laufen und diesen aktuellen Trend, den wir gerade sehen, fortzusetzen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, Sie können sehr gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.formationsdata.de für ähnliche und vergleichbare Ausgaben zu den Indizes, zu den Einzelwerten, zu den Devisen und zu den Rohstoffen.